ein Endgegner. Und dann noch so viele Leute, ey. Wie soll ich denn das schaffen? Ich schmeiß jetzt eine Stinkewindel, ey. Frisst es. Hä? Achso, ich wollte gerade sagen, ich habe die selber abbekommen oder so, aber... Nee, nee. Ja, hi Leute. Willkommen zurück zu Family Guy Back to the Multiverse. Das hat lange auf sich warten lassen, es tut mir echt leid. Aber, ja, ich nehme jetzt mal eine Folge auf, nach langer Zeit, echt, tut mir echt leid. Ich wollte euch mal ganz kurz den Laden zeigen, den ich gerade entdeckt habe. Wir können uns hier mit Geld, das wir im Spiel sammeln können, Kostüme, Attribute, Charaktere kaufen oder so. Die sind halt alle noch gesperrt, ne, außer er hier. Hallo, kann ich mir den kaufen? Kaufen? Nö, irgendwie habe ich den noch nicht. Ja. Kann man alles im Laufe des Spiels machen, werden wir auch machen, aber wir haben noch nicht genug Geld für alles und wir haben auch noch nicht alles freigeschaltet. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal die Story weiter und los geht's. Ich hatte vorhin schon aufgenommen, ganz kurz, aber dann ist mein Spiel abgestürzt. Deswegen, aber es hat sich nicht gespeichert, gut. Ja, wir sind beim letzten Mal stehen geblieben, wir haben ja das Spiel angefangen. Und haben ein paar Missionen gemacht, jetzt müssen wir hier weitermachen. Und erstmal jetzt leckt's gerade, warum? Ah, guck mal, hier mal Lois. Ich muss mal gerade kurz schauen, es ist mir echt zu laut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe das jetzt schon ein bisschen leiser gestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn die quatschen und ihr quatschen, dann könnt ihr nicht zu Ende reden. Ich hasse das. So. Ist zwar ein bisschen leise oder so, aber ich muss mich konzentrieren, dass ich da irgendwie was Vernünftiges zusammenbringen kann. Aber wenn die ganze Zeit reden, dann kann ich das nicht. Es nervt. Meine Fresse. Schön und gut, ne? Aber wenn du kommentieren musst, dann geht es einfach nicht. Ich kann das nicht. So, wir müssen die Sachen jetzt hier, die Jacken platzieren. Mach die Sportler Verbindung zum Sündenbock. 4 Stück, okay. Dann platzieren wir mal die Jacken. Nur noch mal ein bisschen Geld immer schön sammeln. Denn das könnte später ganz nützlich sein. So, hier haben wir jetzt noch eins. Hier frage ich mich allerdings, wo oder wie ich, okay. Ach so. Ah, okay, das sagt er mir. Um die letzte jetzt machen zu können, müssen wir was der Liste ist, da oben. Kann ich nicht, desinfizieren. Ihr wisst schon. Wegen der BHs. Alter, das geht ja ab, voll Party. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich diese Molotovs-Cocktails werfen kann. Das heißt, ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen in die Steuerung mal reinfinden und das wollte ich nicht machen. Ah, guck mal, auf Z können wir Waffen wechseln oder so. Hä? Nee, nur Items aussuchen, was wir schon haben. Ja, ich würde jetzt echt gerne mal wissen, wie das geht. Ach, hier können wir nochmal schlagen mit unserer Jack Daniels Dose. Ach, da geht's. Auf G, wie können wir werfen? Gut, dann werfen wir mal. Ich habe jetzt keine mehr über. Oh oh. Oh oh. Da kommt Verstärkung. Oh Gott, da kommt ganz schön viel Verstärkung. Boah, heftig. Alter. Eine von euch kann ich mir ja gerne mal vornehmen, aber nee. Auf einen 12 oder so habe ich keinen Bock. Mal alle bitte schon weg. So, jetzt habe ich keine Molotovs-Cocktails mehr. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie ich diesen Paradewagen kaputt kriege. Ey, hallo, geht ihr mal weg. Ihr bösen Ladies, Mädchen, Boys. So, okay. Also ich finde das Spiel immer noch ziemlich geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Es macht auf jeden Fall Bock. Und ich muss jetzt wissen, ich kann Windeln werfen, aber ich glaube, das bringt nichts, ne? Irgendwo muss ich... Ah, Granaten. Ah, nee. Ach so, okay. Ich habe neue Molotovs-Cocktails eingesammelt, oder? Kann das sein? Ich guck mal kurz. Ja, habe ich, ja. Gut. Dann muss ich die beiden noch werfen und dann müsste eigentlich der Paradewagen kaputt sein. Ja, machen wir nochmal. Und eine noch. Na, da sind noch mehr. Ja. Super. Finde ich extrem cool. Können wir auch mal ein bisschen schlagen hier.
Sprich mit Mord oder Mord. Mord heißt der, ne? Ja, Mord. Gut. Damit wäre die Mission auch abgeschlossen. Wir haben schon mittlerweile 2415 Dollar oder was auch immer das sein soll. Finde ich extrem cool. Aber zurück zur Party. Ich bin mal gespannt, wenn wir mal so eine neue Map kriegen. Brian, I've never tapped a keg and don't really want to. Please do it so I don't get hurt. Okay. Fass anschlagen. Ach, übrigens soll ich eine Freundin grüßen. Hallo Anna, na, wie geht's? Ja, ich bin mal so cool und grüße Leute in meinen Videos. Good job getting the girls in beer, but we can't hear the music even with our hearing aids turned all the way up. The house across the cul-de-sac has some speakers. Go steal those. But don't say my name if you get caught. Okay. Also er ist hier der Aufgabengeber wie bei GTA. Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen daran. Ich muss gerade nochmal gucken. Nach dahin müssen wir gehen. 100 Meter in Richtung Norden. Die haben da drüben Musik stehen, wäre Lautsprecher. Okay. Also ihr hört die Lautsprecher bestimmt und die müssen wir jetzt klauen. Da muss ich jetzt aufpassen, dass sie mich nicht sehen. Das ist schwer. Ich versuche mich mal vorbeizuschleichen, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele auch lieber Brian als Stu. Ich weiß nicht warum. Irgendwie lässt er sich besser spielen. Hat auch irgendwie geilere Waffen, aber ich werde auch mal des Öfteren nochmal Stu spielen. Okay. Komme ich hier durch? Muss ich vielleicht irgendwas werfen? Oder ich glaube, ich muss irgendwo anders durch. Kann das sein? Ich glaube, die andere Seite. Ja, da lang muss ich. Aber die sind alle am Schlafen. Wie soll ich denn da durch? Egal, ich schieße alle tot. Ne, warte mal. Aber alle anbrennen. Ja, so muss das. Ihr seid Idioten, ich lasse euch alle verbrennen. So. Voll geil. Los, Stewie, gib alles. Gib alles. Töte sie. Yes. So, den Lautsprecher, den klaue ich mir jetzt. Wenn der Idiot nicht... Oh, der haut ab, okay. Wenn die mich nicht an- und aufhalten würden, aber... Das wäre doch mal geschafft. Okay. Neues Ziel. Besiegen sie... was? Ich bin zu dumm zum Lesen. Ja, geil. Voll in die Hand geschossen. Ich glaube, das tut so ein bisschen weh mit einem Laser, kann das sein? Weil der Spielzeuglaser. Sag, geh weg. Okay, die Leute müssen mir jetzt helfen. Oh je, oh nein. Das ist ein Endgegner. Und dann noch so viele Leute, ey. Wie soll ich denn jetzt schaffen? Ich schmeiß jetzt eine Stinkewindel, ey. Frisst es. Hä? Achso, ich wollte gerade sagen, ich habe die selber abbekommen oder so, aber... Nee, nee. Nee, nee. Habe ich nicht, Gott sei Dank. So, ich muss mal eben den Charakter wechseln. Oh, verpisst euch einfach. Oh. Ist auf jeden Fall schon mal... Actionland, ist das Essen? Das ist Essen, wie geil. Der ist stark. Der ist extrem stark. Ich darf da, glaube ich, nicht reinrennen. Sonst kann ich mich verabschieden. Ich schmeiße mal einen Molly. Zack. Nice, so muss das. Scheiße, er darf ihn nicht schlagen. Ich glaube, der zieht relativ viel Leben ab. Kacke, ich habe keine Munition mehr. Die kann ja auch leer gehen. Oh Mann, das wusste ich jetzt hier nicht. Aber stimmt. Das geht. Ja, da muss ich mit Stewie weiterkämpfen. Bleibt nichts anderes über. Übrigens, danke, dass das Let's Play so relativ gut ankam. Ich meine, die erste Folge, die hat schon 1000 Aufrufe. Ich freue mich immer, wenn ich das sehe. Das ist echt, echt nett von euch. Ah, guck mal, hier gibt es noch Granaten. Und ein bisschen Leben, Muni. Also, die Granaten, die sind jeweils für die beiden Spieler immer mal Windeln und mal Cocktails. Nicht Cocktails. Molotow-Cocktails.
Also die auch mal einsammeln. So, der ist gleich tot. Über meine Leiche. Zack, erledigt. Wunderbar, Geld. Du hast mal auf zu nerven. Ich hole mir erstmal ein bisschen Muni, würde ich mal sagen. Ist mal gut. Ein paar Granaten haben wir zwar schon voll, aber egal. So. Jetzt muss ich gerade nur mal schauen. Ach, ich muss wieder da drüben zu Mo, hätte ich beinahe gesagt. Also den von The Simpsons. Da ist er Mo, ne? Oder Mo? Mo. Wie heißt denn der? Ich habe den Namen vergessen, oder? Wie heißt der so? Hieß der so? Ach, dahin müssen wir. Ach, Lautsprecher. Draufdrücken. So, geil. Party. So muss es. Okay, jetzt haben wir schon mal Musik. Sprich mit Mord. Ach, mit Mord. Mit Mord. Ja, ich nenne ihn einfach jetzt Mord. Mir egal, wie der ist. Ist hässlich. Okay, cool. Hätten wir damit das Level geschafft? Here you go, and thank you guys so much. Now I have the whole night to fear the sex that I'll probably chicken out of. Hey, no problem. Thanks for fixing the remote. Oh, fellas, I almost forgot. Some of the other nerds uploaded a new program on your remote. It analyzes your surroundings and gives you hints of what you should be doing on your journey. Hey, I'll be popping up now and then with objectives and little hints if y'all get stuck. And if you's in the mood, I can tell you where all the best farmers markets is. Bye. Okay, we'll get to that later. We have to go, Bri. Bertram's already got a head start on us. Okay, now how exactly does a party work? Do we just take Alka-Seltzer and burp into our fists? Okay. Verdiente Belohnung. Eine Frage der Bildung. Video freigeschaltet. Ah, okay. Das könnten wir uns angucken, aber ich weiß nicht, wie das mit dem Copyright drauf aussieht. Okay. Haben wir damit jetzt das Level abgeschlossen? Kann das sein? Es wäre natürlich geil, wenn wir jetzt so ein anderes Level vorgegeben bekommen würden. Aber ich glaube ja. Ja. Oder mal Zeit. The remote's working. Bertram was definitely here. Hey, y'all need anything yet? No. Okay, bye. Okay, bye. Alter, der Typ, ne? Das ist so geil. In this universe, oil supplies were exhausted. The only people who were able to sustain themselves were the Amish, because they weren't reliant on technology. What would Bertram want with the Amish? Brian, shh. Bertram's still here. Gentlemen, your people are known for making goods that are built to last. What I need from you is a weapon, the likes of which no one has ever seen. So süß. Oh, I'm afraid we cannot help you, unattractive infant. You see, the Amish are not a violent people. Well, I have something here that might change your mind. Du. Das ist ein Pferd. Geil. Oh. I happen to know that you've depleted all of your forests. So I've engineered these rapid growth tree seeds that will supply you with all the wood you'll ever need. Tis böse. The elders have spoken, mostly of wood hats and beards. But nevertheless, we shall build your weapon. Terrific! Oh, one more thing. These two might try to stop you. If you see them, I want you to shoot them. Oh, das fies. Seriously? Aber ich mag immer noch diesen Comic-Stil. Der ist so schön, Leute. Ich stimme da bestimmt zu, ne? Stewie Griffin, prepare to be destroyed. Okay. Ja, gut. Wir sind in einer neuen Map angekommen. Ziemlich geil, dass es hier nicht nur eine gibt. Und das macht das Spiel auch viel interessanter, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind hier jetzt in einer Scheune, ne? Und ich weiß jetzt nicht, ob wir wieder Aufgaben erledigen müssen. Sprich, dass es hier irgendeinen Typen gibt, für den wir die Aufgaben erledigen müssen. Den Geldsack hole ich mir auch mal. Das sind nämlich 100. Das ist nämlich viel Geld. Ja, und gut, dann würde ich aber sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Oder? Ne, wir gehen ja eben noch rein, würde ich sagen. Das machen wir eben noch. Ja, und falls ihr gerade so ruhig ist, kann ich ja mal ganz kurz sagen, das Spiel ist immer noch richtig cool und ich hoffe, es gefällt euch und wir gehen einfach mal da rein. Seht nur, jetzt könnt ihr eure Gegner ganz nah sehen, so nah, dass ihr irgendein Haupt,
Hauttyp bestimmen könnt. Ah, cool. Also echt geil, was das Spiel alles so auf Lager hat. Und ich bin echt gespannt, wie das jetzt noch so weiter ausgehen wird. Ne? Ich meine, guckt mal, wir haben jetzt eine Sniper. Eine Sniper in einem Family Guy Spiel. Ist das nicht geil? Ja, okay, Leute, gut. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr eine Bewertung da lassen. Das wäre echt nett von euch. Und ich freue mich schon auf die nächste Map. Das ist halt, ich denke mal, das sieht aus wie so eine... Wie so eine Western-Map? Wie so eine... Ja, wie so eine... Kleine Bauernhof-Map. Beschreibt mal, wie... nach was die Map ausschaut. Ich kann dir das nämlich gerade nicht sagen. Ich hatte gerade, das wäre ein totes Tier, aber das sind Steine. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich verabschiede mich, ne? Macht's gut, Leute. Tschüss.